Guten Morgen. Guten Morgen. Ich möchte, bevor ich mit der Botschaft anfange, kurz zwei Punkte mit euch teilen oder weitergeben, was ich gestern durch einen Vortrag gelernt habe. Einmal, durch das Lächeln können wir Freunde gewinnen. Vor allem hoffentlich Freunde für Gott. Natürlich auch durch das Lächeln können wir bei den Zuhörern ihr Herz etwas öffnen. Das Zweite, nicht zu viel Arbeit sein. Ich habe früher, irgendjemand in meiner Familie, ich glaube, es war meine Mutter, hat mal gesagt, du hast so viel Aber. Aber Aber ist, glaube ich, auch nicht so gut, wie wir gestern auch durch einen Vortrag gelernt haben. Nun zur Botschaft. Die Botschaft trägt den Titel, kommt, lasst uns die geistlichen Mauern Deutschlands und Europas wieder aufbauen. Ich möchte zu Beginn kurz beten. Lieber himmlischer Vater, vielen Dank, dass du unser Junior Leadership Camp, das nun schon sich dem Ende nähert, reich gesegnet hast. Durch dein Wort, durch verschiedene interessante, wichtige Vorträge, auch durch persönliche Stellungnahmen. Danke, dass wir vor allem von Jesus lernen durften, wie er dein Heilswerk mit geistlicher Vollmacht gedient hat. Bitte hilf auch jedem von uns, geistliche Vollmacht zu lernen und anzuziehen. Danke, dass du nun uns zum Abschluss dieser Konferenz noch ein Wort geben möchtest als Orientierung für unser Missions-, für unser Glaubensleben. Bitte sei mit uns, öffne unser Herzen und schenke uns ein Wort. Ich danke dir und bete in Jesu Namen. Amen. Ja, wir möchten einmal den Leitvers, Kapitel 2, Vers 17 nochmal zusammen lesen. Und ich sprach zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem wüst liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht weiter angeschwemmt sein. Dank und Preis sei unserem himmlischen Vater, dass er unser Junior Leadership Camp durch sein Wort, durch gnädige Vorträge und Stellungnahmen reich gesegnet hat. Durch Jesus selbst durften wir lernen, wie er dem Heilswerk Gottes mit Vollmacht diente. Lasst uns demütig von Jesus lernen, damit auch wir Gottes Heilswerk in unserer Generation vollmächtig und fruchtbar dienen und Gott erfreuen können. Am Ende einer Konferenz, am Ende einer Botschaft oder eines Vortrags fasst der Vorträger das Vorgetragene meist noch einmal mit einem Fazit zusammen. Als Fazit dieser Konferenz möchte Gott uns in unserer aktuellen geistlichen Lage in Deutschland und Europa unbedingt ein Wort weitergeben. Er möchte uns Nehemia Kapitel 2, Vers 17 ins Herz pflanzen als Orientierung für unser Missionsleben. Ja. Lasst uns nochmal diesen Vers gemeinsam lesen und dann darüber nachdenken. Bitte. Und ich sprach zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem wüst liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht weiter angestört sein. Die geistlichen Mauern in Deutschland und Europa in unserer Zeit sind auch wie die Mauern Jerusalems damals zur Zeit Nehemias zerfallen und zerrissen. Sie liegen schutzlos gegenüber den Angriffen und Lügen der gottlosen Feinde Gottes darnieder. Anstatt nach Gott zu suchen, suchen die jungen Menschen nach Vergnügen, sündigem Spaß oder trachten nach eigenem Erfolg, Anerkennung bei den Menschen und möglichst viel Urlaub. Geistlich gesehen sind sie Sklaven ihrer Sünden und Begierden und befinden sich auf dem Weg in die ewige Verdammnis, ohne dass es ihnen selbst bewusst ist. Die meisten geistlichen Leiter und Christen hierzulande sind orientierungslos und haben
keine geistliche Einsicht. Die beiden großen Konfessionen in Deutschland, die katholische und evangelische Kirche, beschäftigen sich mehr damit, ihren Mitarbeitern beizubringen, wie sie gute Gemeinschaft miteinander haben können, anstatt Gottes Wort zu studieren und Gott mit ihrem Leben zu dienen. Die geistlichen Leiter anderer Religionen schütteln bestimmt ihre Köpfe über die Christen hierzulande, weil diese geistlich unklar sind und mit allem möglichen gottlosen Treiben Kompromisse schließen. Allein die Bibel lehrt uns Gottes Wahrheit, dass wir Sünder sind und dass Jesus unser Sünden- und Todesproblem gelöst hat. Darum dürfen wir Jesus als unseren Heiland und Herrn annehmen und ihm in unserem neuen Leben folgen und dienen. Vor allem durch das Zweier-Bibelstudium sollen wir dieses Evangelium Jesu in Deutschland und Europa verkünden und den Menschen helfen, sich als Sünder vor Gott zu erkennen und mit ihren Sünden zu Jesus umzukehren, damit sie seine Sündenvergebungsgnade aufnehmen und dadurch ein neues geistliches Leben empfangen können. Nun kommen wir zurück zu Jesus und zu seiner Vollmacht. Die Bibel lehrt uns klar, dass Jesus der allmächtige Gott ist. Wer an Jesus glaubt und ihm folgt, der empfängt dadurch nicht nur das ewige Leben, sondern auch seine Vollmacht. Sehen wir uns nochmal Vers 17 an und beziehen diesen Vers auf unsere Situation. Ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Deutschland und Europa wüst liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Deutschlands und Europas wieder aufbauen, damit wir nicht weiter eingesperrt sein. Die geistlichen Mauern hierzulande und in Europa wieder aufzubauen, ist sicherlich nicht so leicht, aber es ist möglich mit Jesu geistlicher Vollmacht. Die geistlichen Mauern in Deutschland und Europa wieder aufbauen, wie können wir das tun? Gott hat jeden von uns für dieses großartige Werk berufen. Gott möchte, dass jeder von uns an dem Ort der Mauer, wo er uns aufgestellt hat, aktiv und verantwortlich mitarbeitet. Niemand ist zu alt oder zu jung dafür, sondern jeder von uns wird für dieses kostbare Werk gebraucht. Dies durften wir auch bei diesem Junior Leadership Camp sehen. Dies Camp gebraucht Gott auch für den Mauerbau, zu unserer eigenen geistlichen Zurüstung, vor allem für unsere Junior-Bauleute bzw. Junior-Leader. Das GLC ist ein Baustein bei diesem großartigen Bauwerk Gottes. Und es ist Gottes wunderbare Gnade und großer Segen, daran zu bauen. Andere Bausteine sind zum Beispiel das Frühgebet, das Einladungswerk, das Zweierbibelstudium, das induktive Bibelstudium, unser wöchentliches Stellungnahmeschreiben und Austauschen oder der Jüngerschaftsabend, das Onlinewerk, die Lebensgemeinschaft, das Senfkornorchester, das GLEF, sowie unser persönliches Gebet und unser Gebet in Teams und in der Hausgemeinde. Beim Bau von Gottes Werk gibt es immer Feinde und verschiedenste Hindernisse. Dies hat damals Nehemia mit den Bauleuten erfahren und dies haben auch wir in unserer Gemeinde immer wieder erfahren. Aber Nehemia vertraute beim Mauerbau stets auf Gott und gewann dadurch geistliche Vollmacht. Er bezeugte mehrfach, wie gnädig die Hand seines Gottes über ihm gewesen war. Nehemia Kapitel 2, Vers 8 und Kapitel 2, Vers 18. In Kapitel 4, Vers 14 ermutigte er die vornehmen Ratsherren und das übrige Volk. Unser Gott wird für uns streiten. Mit diesem Glauben arbeiteten sie entschlossen am Mauerbau und vollendeten ihn nach nur 52 Tagen. Nehemia Kapitel 6, Vers 15. Und erfreuten Gott sehr. Lasst uns Nehemia Kapitel 2, Vers 17 nochmal zusammen lesen und dabei für Jerusalem, jeweils Deutschland und Europa einsetzen. Bitte. Und ich sprach zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir sind,
dass Deutschland und Europa wüst liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Deutschlands und Europas wieder aufbauen, damit wir nicht weiter eingesperrt sind. Unser Gott wird für uns streiten. Dies heißt nicht, dass Gott alles allein macht. Unser Gott wird für uns streiten heißt, dass Gott mit uns ist und er an unserer Seite für uns streitet. Kommt, lasst uns die Mauern wieder aufbauen. Ich möchte abschließen. Lieber heiliger Vater, vielen Dank für dieses Wort, das du uns zum Schluss unserer Konferenz gegeben hast. Kommt, lasst uns die Mauern Deutschlands und Europas wieder aufbauen, damit wir nicht weiter eingesperrt sein. Danke, dass du jeden von uns für diesen Mauerbau von Deutschland und Europa berufen hast und an der Stelle der Mauer, wo du uns aufgestellt hast, gebrauchen möchtest. Hilf uns dafür, wirklich bereit zu sein und von ganzem Herzen mitzuarbeiten und zusammenzuarbeiten, sodass du auch durch uns in dieser Zeit ein großartiges Werk vollbringen möchtest, vollbringst und Deutschland als eine Hirtennation und Europa als einen Missionare aus dem Kontinent für die Weltmission kostbar gebrauchen kannst. Ich danke dir und bete in Jesu Namen. Amen.